Hinweis darauf, dass es sich möglicherweise um legale Praktiken handelt, weil man zum Beispiel illegalen Waffenexport verhindert und ähnliches mehr. Ich denke, mit diesen Veröffentlichungen heute ist deutlich geworden, dass unsere Grundannahmen stimmen und dass es jetzt Konsequenzen zeitigen muss, und zwar sehr dringend. Deswegen haben wir ja auch den Antrag gestellt, dass die Bundesregierung uns mit einem prominenten Vertreter gleich heute im Untersuchungsausschuss Auskunft gibt über ihre Schritte, die jetzt einzuleiten sind. Die müssen natürlich auf diplomatisch-politischen Wege sein, aber was den Untersuchungsausschuss betrifft, steht jetzt eine zentrale Frage an. Wir fordern, dass das Konsultationsverfahren mit den USA sofort eingestellt wird. In keiner Weise darf die Bundesregierung weiterhin das Land und die Institutionen, die uns ausspionieren, fragen, ob es opportun ist, dass der deutsche Untersuchungsausschuss seine Arbeit macht, dass diesem Akten vorgelegt werden. Das ist ein Signal, was wir ganz dringend erwarten von der Bundesregierung, dass sie sagt, in dieser Situation, bei diesem Skandal stehen wir an der Seite des Parlaments und des Untersuchungsausschusses und wir wollen diesen aufklären, auch in unserem Interesse, weil wir ausspioniert worden als Bundesregierung und wir hören auf, gegen euch zu arbeiten. Das heißt ganz konkret, alle Unterlagen in den Dokumenten, die bis jetzt vorenthalten wurden, die auch die NSA und die CIA ziehen und anderes mehr, müssen jetzt auf den Tisch des Untersuchungsausschusses und dann natürlich prominent die Selektorenliste, weil diese Liste benötigen wir, um abzugleichen, ob Spionageziele, die jetzt wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen nach und nach durch Veröffentlichung bekannt werden, die die NSA in Deutschland und Europa gesetzt hat, übereinstimmen mit den Zielen der NSA, die an den BND übergeben worden und hier in die Datenbanken eingestellt werden sollen. Und diese Aufgabe, das zu prüfen, diese hat allein durch Auftrag und Gesetz der Untersuchungsausschuss und niemand anderes. Und deswegen wäre die zweite Forderung tatsächlich in dieser Situation, dass der Untersuchungsausschuss seine Arbeit machen kann und dass er die Selektorenlisten bekommt. Dazu werden wir nachher Herrn Fritsche befragen. Er kann natürlich dann auch über vieles andere mehr Auskunft geben. Was macht jetzt der Generalbundesanwalt? Was macht das Auswärtige Amt? Wird zum Beispiel ein US-Botschafter einbestellt oder lässt man es weiter so laufen? Und wenn man es laufen lässt und wenn man den Untersuchungsausschuss weiter blockiert, dann ist für uns eines mittlerweile klar. Es gab nicht die Stunde Null gestern 19 Uhr, wo die Bundesregierung erschrocken feststellte, dass sie Gegenstand von US-Spionage ist, sondern man wusste und weiß offenbar schon über viele Jahre, dass es diese rechtswidrige Praxis gibt und man hat es nicht unterbunden. Diese Annahme müssen wir haben, wenn man in keiner Weise reagiert. Und das ist eine Fragestellung, die wir zu klären haben. Gab es Kenntnis auf Seiten des Bundeskanzleramtes im Bundesnachrichtendienst zu dem, was die NSA gegen Deutschland und Europa unternimmt? Und warum ist es unterblieben, dass man diese Spionagepraxis nicht hier eindämmt? Und ich will noch mal eins sagen, viele Kommentatoren sagen derzeit, na, was wundert ihr euch, Geheimdienste spionieren, das ist doch nichts Neues. Ja? Und ich finde, man kann es auf keiner Weise so beantworten. Wir reden hier über Behörden, die Teil der Exekutive in einem Rechtsstaat und einer Demokratie sind. Wenn wir als Parlament, wenn Sie als Medien, wenn die Öffentlichkeit sagt, in einer Demokratie kann es Behörden geben, die außerhalb des Rechtsstaats operieren, die nicht kontrolliert werden können, die machen können, was sie wollen, auch gegen die Interessen des eigenen Landes, dann glaube ich, sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, das muss dann in einer Form diskutiert werden, wo ich auf jeden Fall sage, mein Verständnis von dieser sozusagen Situation in diesem Land ist so, dass sich das eine Demokratie, eine offene Gesellschaft, aber auch ein Rechtsstaat nicht bieten lassen kann und wir diesen Treiben dieser Dienste endlich einen Riegel vorschieben müssen. Wir können das nicht als Bagatelle abtun und als faktische Realität. Dann brauchen wir auch in Zukunft kein parlamentarisches Kontrollgremium mehr. Dann sagen wir einfach, diese Dienste irgendwie haben hier sozusagen freie Hand. Die machen, was ihnen gerade in den Sinn passt, was aus ihren Interessen opportun erscheint. Ansonsten irgendwie verabschieden wir uns von der Vorstellung, dass diese Behörden Teil der Exekutive und Teil der sozusagen Regierungsrealität in diesem Land sind. Sonderermittler heißt er bei Ihnen oft, aber er ist die Vertrauensperson der Bundesregierung. Wir haben dem Verfahren heute natürlich noch widersprochen.
Wir haben deswegen natürlich auch die Person nicht vorgeschlagen. Sie ist ja nicht benannt worden durch den Untersuchungsausschuss, sondern der Untersuchungsausschuss hat ja lediglich mit seiner Mehrheit heute einen Namen der Bundesregierung vorgeschlagen. Ich denke, es ist vollkommen klar durch die Äußerungen jetzt auch des designierten Dr. Graulich, aber auch durch die ganze Konstruktion, dass es hier darum geht, einen Weg zu finden, wo wir am Ende einen weiteren Zeugen möglicherweise vor dem Untersuchungsausschuss haben, wie viele andere Zeugen auch in den letzten Wochen aus Bundeskanzleramt und Bundesnachrichtendienst, die die Selektorenlisten kennen, lesen kennen und möglicherweise auch bewerten können, aber uns keine Auskunft geben, gewähren zu der Frage, welche konkreten Ziele befinden sich auf diesen Listen, welche Namen von Unternehmen, welche Namen von Politikern, welche Institutionen und ähnliches mehr. Er hat ja jetzt schon darauf verwiesen, dass seine Loyalität der Bundesregierung gilt. Das ist ja auch die Konstruktion. Er bekommt von denen auch den Vertrag und das Geld. Und er wird zu diesen ganz konkreten Fragen, die uns seit gestern 19 Uhr ja nochmal verschärft umtreiben, sicherlich in keiner Weise eine Genehmigung haben, dem Untersuchungsausschuss Auskunft zu geben. Da wird einfach nur, ich sage mal, ein Verfahren der Vertuschung verlängert und ein neues sozusagen Gewand gegeben, was wir schon in den letzten Wochen haben. Und deswegen werden wir ja auch in dieser Sache nach Karlsruhe gehen und sehen uns mit einer hohen Erfolgsaussicht da auch gegeben, dass wir dort auf Erfüllung des Beweisantrages BND 26 dann auch klagen können, damit endlich die Selektoren dahin gehören auf den Tisch des Untersuchungsausschusses, wo sie rechtlich hingehören.